Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Genshin Impact. Hallo zurück. Wir sollen zum Tempel der 1000 Winde gehen. Und dazu teleportieren wir uns hier mal hin. Und laufen gleich mal weiter. Der Weg... Ach, wir klettern hier einfach hoch, komm. Geht ja schnell. Indem wir schön gedrückt halten und immer einen Blick auf unsere Ausdauerleiste haben, funktioniert das gut. Nein, nicht explodieren, danke. Wir folgen einfach mal dem Weg. Wenn wir natürlich Schatztruhen unterwegs sehen, dann nehmen wir die mit. Aber ansonsten gehen wir einfach den Weg hier weiter und ignorieren euch jetzt erstmal kurz. Was sind das denn hier? Lampenkraut. Ein bisschen Lampenkraut mitnehmen, schadet nie. Ein 10er-Gegner platt machen, schadet auch nie. Au. Aber er ist weg. Zerplatzt. Ich habe unser Team jetzt ein bisschen mit Barbara ergänzt. Unsere Heilerin. Wir können jetzt hier so eine schöne Heilaura zaubern. Tja, den Wächter besiegen. Da ist er, der gute Wächter. So, die Überladen-Kombo mal wieder drauf. Und dann hauen wir ihn zu Brei. Gehen wir jetzt auf den hier, denn wenn wir jetzt wieder zurückwechseln, haben wir erhöhten Angriff. Jo, das war sehr viel leichter als gedacht. Nun, wenn man sich immer schön daran hält. Paimon didn't think we'd find the volunteers in a place like this. As knights, we are taught to hone our investigative skills. Wow, very impressive. In my experience, the secret to finding what you are looking for is to never look for it in the first place. Don't think too much about it and don't search too hard. And before you know it, what you're looking for will appear right before your very eyes. What? Don't worry about it too much. The more flustered you become, the less likely you are to find it. Pay attention to what you see in your peripheral vision and you might just stumble upon what you're looking for. I don't know. It doesn't sound like that would work. No, seriously, it does though. In fact, it's how I used to find my tortoise whenever he went missing. Wait, you had a pet tortoise? Yes, why? Something wrong, Pipe? Kann ich mich schon teleportieren? Während sie noch redet? Oder wird es abgebrochen? Ich hoffe nicht. Why? Paimon can't imagine Jean having a pet tortoise. Surely you find it hard to imagine too, Master Diluc. No, I don't. Is there time for a quick snack? I had one too when I was a kid. What's so strange about it? What? You too? Ja, sehr schön. Ich lasse gerne diese Konversation ein bisschen durchlaufen, um noch ein bisschen Hintergrundgeschichte der ganzen Figuren zu erfahren und mitzubekommen.
damit uns die nicht verloren geht. Gut. Wir suchen die nächste Träne von Dvalin. Es fehlt Kryo. Wir probieren es einfach mal ohne. Ich hoffe, wir müssen nicht irgend so ein Eissymbol aktivieren. Ansonsten müssen wir wieder rausgehen und uns halt einen anderen Charakter mitnehmen. Aber probieren wir es erstmal so. Erstmal eine schöne Truhe am Anfang und den hier können wir so wegsnipen. Gar kein Problem. Da er brennt, zack. Okay, snipe mal einfach so ein bisschen. Mit Fischel. Die macht ganz gut Damage. Und tschüss. Oh ja, der Rabe geht gut ab. Oh. Okay. Wenn man diesen Blumen zu nahe kommt, explodieren sie und wollen einen ans Leder. Hier noch irgendwas Schönes? Ja, eine Truhe. Und ein bisschen was zu futtern. Und hier können wir auch noch hoch. Guckt man natürlich auch noch nach. Aber hier ist nichts weiter. Okay. Nächster Gegner, den wir mit Überladen fertig machen. Aua, aua, aua. So, nimm mal einen Bären. Oder auch einfach so. Okay, wir müssen da an die Wand fliegen. Müssen wir an die Wand fliegen oder können wir auch einfach so rüberfliegen? Ich glaube, wir können auch einfach so rüberfliegen. Ja. Wer braucht schon diese komische Wand? Wo geht's hin? Okay, nach oben. Gott. Ach, da hat sich eine Brücke geformt. Ich hätte einfach warten müssen. Naja, ne? Lieber schnell als gar nicht. Sollte ich zuerst den fertig machen? Schön mit Überladen drauf und weg. Okay, ein bisschen heil.
Ach, das war's schon. Ein paar Ultis genutzt, aber eigentlich noch nicht so viel. Weil wir halt einfach die besten Spieler der Welt sind. We're done gathering. That was hard. It's too early to relax. We're still not done with Storm Terror. Besides, the Fatui could also be planning something. Hey, Duluth. I heard that the Fatui have recently proclaimed you persona non grata. What an honor. Nobody was ever proclaimed persona grata by the Fatui anyway. Ja, die zweite Träne. Dann fehlt jetzt nur noch eine. The Fatui? The diplomatic delegation from Sneznaya? What have they got against Master Diluc? Okay, hier direkt vor mir. The Fatui are a problem not only for the Knights, they also present a real threat to the whole of Mondstadt. And when it comes to threats against Mondstadt, Diluc is... That's enough, Jean. You Knights are subject to too many restrictions. You can't directly confront this so-called diplomatic scum. Personally, I despise them. If I were to choose between eating a cryo slime alive or joining the Fatui, I'd prefer to be crushed to death by a meteorite. Jeez, your wording is so very dramatic. Das ist wirklich sehr dramatisch. So, du fliegst dort aber jetzt bestimmt hin und öffnest mir die Truhe, ne? Ja. Hab ich doch genau so richtig gedacht. Hallo? Da ist noch einer. Ah, aber wo ist der? Können wir den noch schnell irgendwo finden? Der da bestimmt. Die guten Selien. Ich habe am Anfang gedacht, die heißen Seelen. Aber ich habe mich einfach verlesen. Genau, er fliegt jetzt auch hier hin. Und dann öffnet sich die Truhe. Vielen Dank. So, weiter geht's. Ich sehe da auch noch ein Anemoculus da oben. Wie komme ich denn da hin? Von da oben wahrscheinlich. Ich hier einmal rund herum. Kann ich da hochklettern? Das probieren wir jetzt einmal. Austesten. Und nicht die Leertaste drücken. Denn wenn man die Leertaste drückt, dann verbraucht man viel mehr Ausdauer beim Hochklettern, beim Schwimmen, bei allem. Ja, es sieht gut aus. Man kann sogar so einen Berg hier hochklettern. Und wenn ich richtig liege mit meiner Vermutung, sind die Gegner. Das meinte ich zwar nicht, aber... Aber ich schmelze dich trotzdem weg. Und weg ist er. Gut.
dann halt nicht. Nein, was ich sagen wollte ist, ich kann doch jetzt hier rüberfliegen und mir in der Luft den Anemoculus krallen. Jo, vielen Dank. Ich bin halt einfach runtergefallen. Weil ich schon runtergesprungen bin. In dem Moment, in dem die Kamera dachte, komm, ich zeige dir, wo du hin musst. Das war aber nett von der Kamera. Noch eine schöne Minze da oben, muss ich die Truhe öffnen. Da ist dann wahrscheinlich die letzte Träne drin. Kann ich wieder heilen? Ja. Barbara, heil mich mal ein bisschen. Da ist er. Der letzte Kristall. Sagen die noch irgendwas? Nein. Wir müssen jetzt hier hin. Und dann gucken wir mal, was die im Weingut Morgenröte sozusagen haben. Ich habe natürlich die Karte schon ein bisschen erkundet, wie gesagt, im Stream. Mache ich so ein bisschen die Erkundung der Welt. Schau mir das alles an. Entdecke ein paar Sachen. Alles etwas, wo ich mir glaube oder wo ich halt mir vorstellen kann, dass das nicht gut in das Let's Play reinpasst, weil es einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Sprich mit Jean. Da sind sie ja alle. Ich habe die drei Tränen. Hallo. The Fallen Protection Squad, assemble! Let's put our crystals together. Oh. The color of these crystals looks muddy. The Fallen, you're going through so much pain. Let's start purifying these crystals first. Please, Traveler. Mach ich. It is hard to believe such a thing is possible until you've seen it with your own eyes. Interesting. It's like filtering wine. The process is refreshing. I think we should have enough tears now. So next we use the crystals on the holy lyre like last time. Sehr gern. Dann reparieren wir die mal. It worked. It seems completely different from before. The lyre's animal power seems fully restored. We should be able to use it now. It's all thanks to you. Now, where should we summon Storm Terror? It must be away from the city, else there will be casualties should we fail. Perhaps here at the winery? If the winery was destroyed, it's not something I couldn't eventually fix. But I'd still rather not go through the hassle. The wind that blows at sea or in high places should be able to carry a bard's words far away. It's never going to work if the air is too dry or suffocating. Paimon understands. Sea or high places, right? Then the best location to play the lyre would be... Ich würde sagen... eine Klippe? If you go east from Starfell Lake, there are mountains south of the beach. Oh, you mean that beach we were on when you told Paimon about your sister? If you head to where the cliff juts out, that place is known as Star Snatch Cliff.
What do you think, Bard? Meets the requirements, no? Let me think. Star Snatch Cliff. All right, let's do it there. Very well. Then let's meet at Star Snatch Cliff when we're ready. Please don't be late. Yes, ma'am! Alles klar. Sorry. I didn't mean to... Gehe zur Sterngreifklippe. Wo haben wir die Sterngreifklippe? Da oben. Na, da ist ja auch gleich wieder ein Teleportpunkt direkt nebenan. Da oben. Da laufen wir einfach mal ein bisschen in die Richtung. Stimmt, hier haben wir angefangen. Das war der erste Teleportationspunkt, den ich freigeschalten hatte. Damals noch nur mit mir und Paimon. So, wir haben ja gelernt, solche Berge hier sind gar kein Problem. Also, go for it. Klettern wir ein bisschen. Oder auch ein bisschen mehr. Denn wir sind ja auch am Meer. Ach. Diese Witze. Ein Traum. Okay, wir müssen noch weiter hoch. Hier, verschwindet mal bitte. Jo, besten Dank. Ich glaube, die kann ich beim besten Willen nicht hochklettern. Das sieht mir ein bisschen zu hoch aus. Nee, lass mich mal in Ruhe. Dankeschön. Komm ich von hier. An der Seite kann ich bestimmt hochklettern. Ja, hier sind auch noch Gegner. Ein bisschen überladen, alles explodieren lassen. Ja, Fische ist halt einfach OP. Fische ist absolut OP. Kein Wunder, dass sie S-Tier ist und jeder sie haben möchte. Ich sollte noch mal kurz Ausdauer tanken. Ach komm. Die kleine Klippe machen wir doch so. So, dann müssen wir hier rechts hoch und dann die Gans. Hab ich's? Ich hab's. Und ich habe auch das Monster gesehen, das hier. Eigentlich muss es nur anschießen, warten, bis es in den Himmel geht. Und tschüss. Ja, ja. Die Monster haben alle so ihre eigene kleine Taktik. Ich sehe noch einen Anemoculus auf der Karte. Ich müsste genau draufstehen. Da. Oh, kann ich die Klippe hier hochklettern? Jo. Auch das war gar kein Problem.
Okay. Da hinten ist die Quest für den Drachen. Wir machen noch kurz diese Herausforderung. Glaube ich. Nein, machen wir nicht. Da fliegen wir nämlich wieder runter. Bevor wir da jetzt hochgehen, verabschiede ich mich und verweise auf die morgige Folge, wenn wir die Begegnung mit dem Drachen haben. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.